Ja, hier sehen wir jetzt das kleinste BMW M-Modell, und zwar den BMW M2 als Coupé. Es gibt ihn auch nur als Coupé. Schönes Erkennungsmerkmal der M-Modelle, die doppelten Nierenstreben, riesige Lufteinlässe, die zur Kühlung dienen und auch aerodynamische Aspekte haben, sowie an den Seiten für die Air Curtains. Wir haben hier adaptive LED-Lichter verbaut, die charakteristisch sind mit dem Tetra-Symbol hier. Ja, dann schauen wir uns die Seite an vom Fahrzeug. Ganz klar, sehr coupéhaft, das Greenhouse sehr weit nach hinten versetzt. Wir haben 19 Zoll Räder, eine dementsprechend große Bremsanlage, eine Compound-Bremsanlage hier verbaut, typisch für BMW M-Modelle, wie wir sehen können. Weiteres Zeichen hier, die kleine angedeutete Seitenniere, die hier wirklich nur Attrappe ist. Genau, dann schauen wir uns nochmal die Seitenlinie an, und hier sehen wir auch schon einen sehr wulstigen Heckbereich, vor allem der Stoßfänger, und einen sehr, sehr kurzen Abschluss am Heck. Dann schauen wir mal weiter. Genau, was sehen wir hier? Das ist jetzt das breite Heck des BMW M2 Coupé. Typisch M4 Auspuffrohranlage. Der untere Teil, der Stoßfänger, neu. Der obere Teil identisch mit den anderen Zweier-Coupés. Kurzer Blick in den Kofferraum. Ja, ausreichend groß für zwei Personen. Hier unten die Batterie, gewichtssparend, im Heck verbaut. Netze, wir können hier noch ein Netz spannen, um etwas nach unten zu verzurren. Wir haben hier eine 12-Volt-Steckdose. Taschenhaken haben wir rechts und links. Und die Lehnen für die Rückbank können wir hier entriegeln. Genau. So, dann steigen wir auch mal ein. Verbaut hier Sportsitze, die wir auch aus den Zweiermodellen kennen. Ich ziehe mal eben die Jacke aus. Easy Entry, hier elektrisch. Die Jacke kommt auf die Rückbank, beide Rückbank. Umklappbare Kopfstützen optional, hinten eine Mittelarmlehne, die wir runterklappen können. Ja, für zwei Personen okay, Isofix-Stationen sind hinten vorhanden. Aber viel Platz ist hier hinten nicht. So, schauen wir doch viel lieber eher, was vorne passiert. Also einsteigen, schon mal die Tür schließen. So. Dann sitzen wir auch schon hier hinter einem sehr dick aufgepolsterten M-Lederlenkrad mit Schaltwippen, rechts hoch, links runter. Ansonsten haben wir hier ganz normal den Bedientaster für Kommunikationseinheit, das heißt lauter, leiser, Telefon, Spracheingabe, Wechsel des Mode-Tasters oder des Senders. Und links ist der Tempomat, er ist nicht adaptiv, das ist lediglich ein Bremstempomat, mehr auch nicht. Dann haben wir hier links die Lichteinstellung und unten die Assistenzsysteme. Wir haben hier nur den Auffahrwarner und den Spurhaltewarner. Genau, typisch BMW M-Modelle ist der kleine Stick hier, der für die Doppelkupplungsgetriebe zuständig ist, in dem Fall ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Der rein 6-Zylinder leistet 370 PS und 470 Newtonmeter, mit Overboost sogar 500 Newtonmeter. Hier ist der Fahrerlebnisschalter. Wir können zwischen Komfort, Sport und Sport Plus wählen. Wir haben hier einen USB-Anschluss. Und hier unter der Mittelarmlehne haben wir ebenfalls einen USB-Anschluss und passend fürs Telefon eine Induktivladeschale. Die ist verstellbar, die Armlehne. Bedient wird das iDrive natürlich hier über den bekannten iDrive-Controller. Machen wir nochmal die Zündung einfach an. Hier sehen wir die neuen Armaturen. Sie sind jetzt beleuchtet. Es sind weiterhin analoge Instrumente. Lediglich das Infrared hier unten ist digital. Mir persönlich gefällt es nicht, weil man immer diese Zeiger hier tatsächlich bei Lichtverhältnissen sieht. Ist zwar sehr schön ablesbar, aber dennoch irgendwie nicht so ganz passend. Hier verbaut eine Klimaautomatik, Sitzheizung haben wir hier. Hier haben wir die belegbaren Tasten. Das Navigationssystem Professional ist hier verbaut. Wirklich sehr hochauflösend und auch sehr, sehr schön in seiner Gestaltung. Auch mit Touchscreen versehen. Man kann die Kacheln auch hier tatsächlich
individuell verschieben, wie man das möchte. Ich persönlich bin immer so ein Freund davon, Karte zu haben. Ansonsten, was wir hier haben, sehr schöne Carbon-Leisten. Das sind keine Echt-Carbon, das ist ein Gewebe, was so Carbon darstellt, aber fühlt sich sehr schön an, dreidimensional. Wie gesagt, die Sportsitze bekannt aus den Zweier-Modellen. Die Rücksicht hinten auch gut. Platzverhältnisse haben wir ja eben gerade angesprochen. Ja, beengt. Auf dem Fahrersitz allerdings alles gut. Die Sitze könnten ein bisschen mehr Seitenhalt, vor allem im Schenkelbereich, und eine längere Auflage vertragen. Ansonsten breit ist es für jemanden wie mich, der gewampert ist, passt das wunderbar auch noch. Genau. Tief liegt der Gurt, muss weit runtergeholt werden. Vor allem die Gurtschnalle rutscht immer wieder weit nach unten. Sehr ärgerlich. Nichtsdestotrotz, dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal los. Gestartet wird üblich. Wir hören es. Er röhrt auch schön, er blubbert auch schön. Gestartet wird regelmäßig in Komfort. Und wichtig ist hier beim Automatikgetriebe N für neutral oder nach links oben ist dann rückwärts. Dann geht auch die Rückfahrkamera an, zurück und nach rechts, dann sind wir auf D. Ein S steht zwar noch drauf, aber es gibt keinen wirklichen S-Modus. Der S-Modus ist lediglich manuell. Das heißt also, wenn ich in manuell bin, bleibt er auch in manuell. Wenn ich das D wieder haben will, muss ich einmal noch rechts drücken. So, los geht's. Sehr auffällig bereits, kleine Kieselsteinchen sind sehr laut zu hören in den Rathäusern. Die Lenkung ist relativ schwergängig, aber sehr gefühlvoll und direkt, mit guter Rückmeldung, was wirklich begeistert. Der Motorsound, da kann man auch sagen, hier im Komfort ist der sehr, sehr schön und auch wirklich authentisch, weil er aus der Abgasanlage kommt. Im Sportmodus, das werden wir nachher noch mal kurz hören, ist er zwischen 2.000 und 3.000 sehr dröhnig, weil dann zusätzlich ein Soundaktuator mit reinkommt und zwar auf 100 Hertz Frequenz erhöht. Das heißt also, die 6-Zylinder-Klangnuance soll er verstärken, was er auch gut tut, aber zwischen 2.000 und 3.000 ist das Ganze dann zu brummig. Ja, jetzt hier im Alltag muss man ganz klar sagen, die Federung ist sehr, sehr hart und sehr hoppelig. Deswegen ist das auch jetzt vom Bild her etwas unschön. Das merkt man halt, weil tatsächlich jede Bodenwelle hier doch relativ schnell ein Schütteln der Personen verursacht. Mir persönlich gefällt das einfach für den Alltag, ist das schon zu hart. Ja. Ja, zusätzlich darf man auch sagen, ist hier ganz klar, dass auf einer kurvigen Bergstraße auch das Fahrzeug leider etwas zu stark versetzt bei Kurvenfahrt, was ein bisschen für Unruhe sorgt hinterm Lenkrad. Man muss allerdings dann eine genötige Ruhe haben und auch wissen, wie das Fahrzeug sich verhält, damit man dann richtig agieren kann. Zur Not könnte man hier auf Runflat-Reifen auf alle Fälle verzichten, die dann nochmal ein bisschen weicher sind und vielleicht auch den Reifendruck etwas absenken, sodass man dann tatsächlich ein weicheres Federn hat und vor allem auch nie weniger versetzen. So, dann kommen wir jetzt auf den Kreisverkehr zu. Jetzt werden wir manuell mal runterschalten. Fünfter Gang aggressiert. 4, jetzt eingelegt. 3, jetzt eingelegt. Wie wir merken, hier im Komfortmodus dauert das wirklich einen ordentlichen Moment, bis das Doppelkupplungsgetriebe im Schubbetrieb die Gänge nach unten schaltet. Wer auf dem Gas bleibt, also die Last hält, schafft es dann tatsächlich, dass die Gänge auch direkt zurückgeschaltet werden. Wobei das allerdings ein bisschen entgegen der normalen ökologischen Fahrweise, die man dann doch ab und an mal an den Tag legt, ist. Und dann eher kontraproduktiv und auch ein bisschen nervig ist. Im Sportmodus brauchen wir nicht drüber reden, da werden die Gänge direkt eingelegt, ohne irgendwelche deutlichen Zugkraftunterbrechungen, sondern da gibt es dann eher einen Schaltruck, der dann die Sportlichkeit suggeriert. Mir persönlich gefällt das nicht. Es gibt viele, die es mögen. Wie gesagt, ist vielleicht eher die jüngere Klientel. Da bin ich vielleicht mit meinen 35 Jahren schon etwas zu alt für sowas, das weiß ich nicht.
Genau, jetzt gehen wir aber mal ruhig in den Sportmodus. Wir hören, er wird ein bisschen brummiger. So klingt das Ganze eigentlich ganz gut. Unterzug. Aber jetzt fahren wir mal konstant 2. Mal kurz hin und her geschaltet zwischen Komfort und Sport. Man merkt also deutlicher, ich weiß nicht, ob es richtig rüberkommt, dieses etwas dröhnigere, was tatsächlich dann durchaus etwas nervig werden kann auf Dauer. Deswegen persönlich habe ich es bevorzugt, im Komfortmodus zu fahren, da einfach da für mich das Klangbild authentischer ist und einfach schöner zum Reihensechszylinder passt. Bei der Beschleunigung brauchen wir gar nicht groß reden. Wer jetzt tatsächlich hier auf die Autobahn drauf geht, werden jetzt einmal ganz kurz beschleunigen gleich. Der wird dann sehen, dass es wirklich sehr, sehr ratzfatz geht. Aber ich glaube, da brauchen wir keinen großen Beschleunigungsorgien durchziehen, weil erstens bin ich kein Freund davon und zweitens muss man ganz klar sagen, jeder, der sich so ein Auto kauft, weiß, welche Performance das Fahrzeug zu leisten imstande ist. Und da brauchen wir jetzt hier nicht, wir sind nicht auf einer abgesperrten Rennstrecke, wir sind weiter im öffentlichen Straßenverkehr. Man bewegt sich hier eh mit dem Fahrzeug sehr schnell in Bereichen, um den Führerschein zu riskieren. Und nichtsdestotrotz, Fahrspaß ist garantiert auf alle Fälle. Ja, wir haben jetzt den dritten Gang eingelegt, ungefähr bei 2500 Umdrehungen. Wir fahren jetzt hier auf den Autobahnabschnitt. Schauen wir mal ganz kurz den Außenspiegel, das sieht gut aus. Tatsächlich einmal ganz kurz hier auf die linke Spur gehen. Ja, und jetzt drücken wir mal drauf. Ja, und dann ist schon wieder vorbei. Müssen wir schon wieder runterbremsen. Also, nichtsdestotrotz, man muss ganz klar sagen, das macht schon Spaß, hier so ein bisschen durchzuflippern durch das Doppelkupplungsgetriebe. Und er geht auch wirklich gut voran. Also, Vortrieb ist sicherlich kein Problem und es herrscht auch kein Mangel an Leistung. Einen kurzen Punkt möchte ich natürlich noch ansprechen, für den, den es interessiert. Wie schaut es denn mit dem Verbrauch aus? Verbrauchstechnisch muss ich jetzt sagen, das Fahrzeug ist noch so ein bisschen in der Einlaufphase. Das heißt also, ich habe das Fahrzeug nicht voll beschleunigt und nicht voller Last ausgesetzt, wie sich das gehört. Dennoch hatte ich viel Spaß und kann das Leistungspotenzial auch sehr gut ausnutzen. Ich lag bei 10,2 Litern im Schnitt und hatte wirklich viel Spaß, vor allem in den Alpen. Das heißt also, mit 10 bis 11 Litern kommt man wirklich hin, bei sehr sportlicher Fahrweise durchaus. Wer auf der Autobahn natürlich meint, er muss das volle Potenzial die ganze Zeit abrufen, der wird Verbräuche von 14, 15 Litern haben. Und wer das Auto im Alltag fährt und durchaus ruhiger bewegt, der kann sogar deutlich unter 10 fahren, sogar mit rund 9 Litern. Das ist auch möglich. Das war es auch schon von meiner kurzen Testfahrt mit euch. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit wir uns auch bald wiedersehen. Und somit sage ich Tschüss und Servus
der Ubi und das war der M2.